So, hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Und heute, kurzes Video, ja. Gab ja jetzt auch 3, 4 Tage kein Video mehr, kein App-Review mehr. Und ja, erstmal ein paar Informationen. Oder ne, machen wir die Informationen zum Schluss. Und erstmal eine Abo-Empfehlung und zwar für Apple on Tour. Das sind zwei Jungs, die das machen. Und die haben auch schon 836 Abonnenten, also ja, dreimal so viel wie ich. Und ja, machen richtig schöne Videos, auch hier so regelmäßig vor 3 Tagen, 4 Tagen, 6 Tagen, eine Woche, also relativ regelmäßig. Und den einen kenne ich auch ein bisschen besser, kann man sagen. Mit dem habe ich früher mal einen Audio-Podcast gemacht, könnt ihr auf meinem Kanal anschauen. Der hatte da hat noch einen separaten Kanal namens Webvideopics. Könnt ihr auch mal drauf gehen. Macht auch ebenfalls App-Reviews und so weiter. Hat hier aber noch mit einem Freund, Kollegen, ich weiß es nicht ganz genau, einen Kanal. Ja, und die auf jeden Fall reinschauen, denn die haben einen richtig schönen Channel. Ja, dann nochmal eine weitere Information. Und zwar meine Homepage habe ich schon ein paar Mal angesprochen. Sah bisher, naja, eher mäßig aus. Jetzt habe ich sie ein bisschen aufgepeppt. Und zwar mit diesem Parkett-Hintergrund und diesem schönen neuen Logo, was ich selbst erstellt habe. Ja, und ist jetzt rundum schöner. Ich würde mich freuen, wenn ihr sie mal anschauen würdet und dann auch vielleicht sagen könntet, ob es euch gut gefällt, was man noch verbessern könnte und so weiter. Und vor allem, dass sie auch mal ein bisschen genutzt wird, weil ja, sie wird nicht so sehr genutzt von meinen YouTube-Usern und so weiter. Deswegen würde ich das toll finden. Ja. Gut, dann war das zu meiner Homepage. Nächste Information. Ich fahre mit meiner Klasse nächste Woche ins Schullandheim und deswegen bin ich von Montagnachmittag bis Mittwochnachmittagabend nicht da. Das heißt, Mittwochabend werde ich wahrscheinlich kein Video mehr machen, mal schauen. Und dann Donnerstag darauf habe ich noch Mittagsschule und deswegen komme ich da auch zu keinem Video. Und das heißt, es gibt dann spätestens heute in einer Woche das erste Video wieder. Das nächste morgen, übermorgen jetzt mal ausgenommen. Also morgen Samstag und übermorgen den Sonntag. Mal schauen. Wahrscheinlich ein App-Review pro Tag. Mal gucken. Aber mindestens mal eins. Ja, das wäre es dann auch schon mit dem Video wieder gewesen. Ich habe mich gefreut und ja, bis dann.